Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Der Karte 2. Darf mein Auto 3 fort nicht klappen. So fahren wir mal selber hin, dass er nächstes Mal wieder weiterarbeiten kann. Wir also heute noch Hafer reinbekommen, am heutigen Tag. Hingeben. Wenigstens nur ein Teil, ne? Wir haben gleich einen zweiten Drescher mit einschalten können hier. Mittendrin sollen wir anfangen. Muss ja irgendwie funktionieren. So. Dann kann ich schon mal. Dann nehmen wir gleich einen zweiten. Dann fahren wir den mal zum Feld Nummer 47. Ist ja um eh um die Ecke. Vorne. Wir haben ganz kurz den anderen Kurs kopieren. Der muss ja hier drin sein. Düngen ist es nicht. Radlader auch nicht. Nee, Roland, alles andere hier. Führung. Erntefeld. Das ist es nämlich. So. Jetzt lassen wir irgendwo hier einsteigen. Und zwar. Da hinten ist das schon die. Dann kommt hier vorne einer rein. So, das da ungefähr, ja, und da kann man einen weiter nehmen, ne? Problem. Und der will heute auch noch fertig kriegen. Das ist die. Nehmen wir den Streifen, da geht es die Richtung. Wenn wir in die Faltung arbeiten uns, so wir starten wieder um. So. Einstellen. Ja, dann sind wir die Aufleiter fahren. Hier machen wir das mal mit den Aufleitern aus. Einstellen. Erstmal probeweise, das klappt hier. Also, dann nehmen wir gleich mal den roten Drescher, den Case. Auch entleert. Da müssen wir mal schlau machen mit Audreife, das funktioniert. Ich mal Lust und Laune habe. Das kommt auch noch hinzu, das muss ja auch noch da sein. Ne? So. Hier machen wir das gleiche. Gehen wir zurück, da geht nichts. Ernte, das ist es. Starten wir vorne. Normalerweise wird so ein Feld mit 3 Modus einstellen, aber hier kann man das halt so machen, dass wir den Kurs in etwa die Hälfte oder ein Drittel mit einsteigen. Ne? So. Jetzt haben wir 3 in Schwung. Den Strohsang wollte ich noch nicht machen, aber wir haben den kurz. Lassen. Anführungszeichen, ne? Ding entlassen. Einstellen. Und ne, wir können ihn entlassen. Wir können den Kurs löschen. Weil ich hier noch viel. Nein, ne? Wie gesagt, die Ernte machen oder die Aussaat. Hier ist Getreide gewesen. Also allgemein Getreide wird bezeichnet alles, was irgendwie Hafer, Roggen, Weizen, Gerste, also bezeichnet Getreide. Das ist eine Fruchtsorte in der Fruchtfolge. Das ist auch meist darunter gerechnet. Da wo im Prinzip Getreide war, kommt dann Raps drauf. Und wir haben es dann
Anführungszeichen dann die Fruchtbarkeit eingehalten, damit das der Ertrag dann passt. Hier fangen wir schon mal an, das mal absenken, ne? Wenn wir nach hinten gehen, ne? Sonst geht da nichts. Dann mal Stroh ab, aufsammeln. Und dessen die anderen noch bei sind und den Hafer dreschen vom Feld. Da haben die früher alle eine Sense gemacht. War eine richtige Schänderei. In Anführungszeichen. Ja, das war's. Also körperlich war das sehr hart. Ja. Dann checken wir den mit O-Drive am besten. Gleich voll, ne? Zum B-Laden, ne, Entladen. Hochsilo Entladen. Schauen wir hinkriegen. Muss ich den wieder herschicken. So, ich treffe alle bei. Mal schauen, ob der jetzt entsprechend das packt. Kann man die Überladebahn noch hinzunehmen. Und zwar mein Ton und den Synchron. Den. Die gehen ja auch 70.000 rein. Da kann man gleich den roten hernehmen hier. Ich habe hier so ein eigenes Fahrzeug. Gut, da können wir wenden. Wo macht er keinen Stroh? Das ist schlecht. Junge, ich brauch doch Stroh. Stromanlage anschalten. Und noch ein Komma hier. Ah, klar.
Ja, cool. Junge, sag alle Bescheid, verkehrt, komm mal drücken. Ein Update. Mal viele Fahrzeuge. So. Bei dir auch gleiche. So. Okay. Und. Lassen. Gucken wir gleich, was Stroh ablegt. Ja, gut. Der ist bei 47 oder C. Und Action, ne? Oh. Kann er ein bisschen arbeiten. Hier werden wir gleich mal überdüsen. Das ist typisch. Oh, das ist. Der kommt hier voll zurück. Beziehungsweise war ich los. Der gelbe steht, okay, dann muss man da hinfahren. Okay, jetzt hört man. Oh, weg. So. Zu weit weg, Junge, zu weit weg. Gut. Der nächste steht ungünstig. Noch einen Sprung machen, ne? Ups. Berührt. So, auf zum Case. Den roten Sprinter. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss. Und ciao, ciao. Ja, in einer Woche geht's weiter. Ich hoffe mal einen besseren Livestream. Ja, und dann, ja, ciao noch einen schönen
Schönen Freitag heute. Tschüss. Schönen Dank fürs Reinschauen.